Wie kann ich im belebten Wohnbereich des Reisemobils Ordnung schaffen und halten? Dieser Frage widmen wir uns in der heutigen Folge von Einfach Clever Organisieren. Auch im Wohnbereich des Carrado Reisemobils haben wir sehr viel Platz, um mit der gesamten Familie zusammenzukommen, zum Essen, zum Spielen oder einfach den Abend ausklingen zu lassen. In den Dachstauschränken haben wir sehr viel Raum, um unsere alltäglichen Dinge zu verstauen. Je nach Bedarf können wir den Tisch auf- oder zuklappen und durch die drehbaren Sitze können wir hier mehr Gäste empfangen. Auch hier haben wir wieder einige Gegenstände zu verstauen. Spielsachen, Malsachen, Tablets, aber auch Sachen des persönlichen Bedarfs, wie zum Beispiel Sonnenbrille oder Geldbeutel. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Neben den offensichtlichen Stauräumen gibt es andere Bereiche, die wir perfekt nutzen können. Zum Beispiel mit einer Spannstange. Die klemmen wir hier einfach ein und können dann mit S-Haken und kleinen Körbchen weiteren Stauraum schaffen. Das hier, finde ich, eignet sich super für so Sachen wie zum Beispiel Sonnenbrillen oder Geldbeutel. Wenn ich rausgehe, schnappe ich mir einfach meine Sachen hier aus dem Körbchen. Solche Magnettafeln finde ich auch super. Denn gerade so als Gedankenstütze, wenn man sich überlegt, was muss ich vielleicht noch einkaufen oder wo bewahre ich kleine Eintrittskarten auf, zum Beispiel fürs Museum. Das können wir auch super hier oben nämlich anbringen. Da ist der perfekte Platz dafür über der Tür. Kabelgewirr kennt jeder. Deswegen empfehle ich euch, die einzelnen Kabel zu labeln und dann den perfekten Platz dafür zu finden. Ihr könnt mit einer einfachen Labelmaschine das Label ausdrucken und dann hier um das Kabel herumkleben. So weiß jeder, wessen Kabel es ist. Manche Kabel benutzen wir häufiger, zum Beispiel Handyladekabel. Deswegen würde ich die hier im Wohnbereich aufbewahren und durch solche kleinen Organizer können wir sie einfach an der Wand befestigen und sie sind immer griffbereit. Vor allen Dingen, weil hier unten eine kleine USB-Steckdose ist und wir gar keinen Adapter dafür brauchen. Auf einer Reise dürfen natürlich Spiele nicht fehlen. Aber das Problem ist, meistens ist die Verpackung sehr klobig und nimmt sehr viel Platz weg. Deswegen könnt ihr die Spiele ganz einfach in solche Dokumententaschen umfüllen. Das ist einerseits super praktisch, weil wir den Platz minimieren, aber es ist auch wasserfest. Bedeutet, wenn zum Beispiel mal was drüber gekippt wird oder dreckige Kinderhände damit spielen, könnt ihr die ganz einfach wieder sauber machen. Für meine Kinder liebe ich es, eine Spiel- und Malkiste zu machen. Dafür habe ich so einen kleinen Organizer mit einem Henkel. Das heißt, abends, wenn es zum Beispiel Zeit zum Abendessen ist, kann ich den ganz einfach hier oben reinstellen. Und er bietet mir Platz für all mögliche Sachen, zum Beispiel Bücher, Zeichenhefte, Sachen wie Stifte, aber auch zum Beispiel eine kleine Kamera passt rein. Die benutzt meine Tochter besonders gerne. Gerade in einem großen Reisemobil gehen im belebten Wohnbereich schnell Dinge verloren, zum Beispiel Fernbedienungen. Aber dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich Klettverschluss. Den könnt ihr passgenau zuschneiden, auf die Rückseite kleben und den anderen Streifen befestigt ihr einfach dort, wo ihr sie am besten wiederfindet. Und schon habt ihr das Problem gelöst. Da sich der Fernseher in diesem Wohnmobil hier oben befindet, kleben wir nun die Fernbedienung mit dem Klettverschluss direkt hier oben ein. Dann haben wir beides immer zusammen und griffbereit. Mhm.
Eine weitere Sache, die ich liebe, vor allem am Tisch, wenn man kleine Kinder dabei sitzen hat, sind diese Gläser zusammen mit dem Untersetzer. Den Untersetzer kann man an eine Oberfläche festkleben und hier ist ein Magnet dran. Und die zwei Sachen haften perfekt zusammen. Bedenkt auf alle Fälle, gerade in einem belebten Bereich wie diesem gilt eine goldene Regel, nämlich immer alles wieder zurück an seinen Platz räumen. So bleibt es auch lang schön und ordentlich. Nun haben wir alles organisiert, aber eine Sache haben wir noch vergessen. Nämlich hier unten bei der Eingangstür ist eine große Klappe mit Auszug. Dort können wir unsere Schuhe aufbewahren, damit wir von Straßenschuhe in Hausschuhe wechseln können. Wenn euch das Ergebnis gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen, denn es folgen weitere Tipps und Tricks zu den restlichen Bereichen im Wohnmobil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.